Er gehört zu den gefragtesten Floristen Deutschlands, der Kölner Björn Kroner. Vor Weihnachten ist der Terminkalender des 32-Jährigen prall gefüllt. Floristen machen einen Großteil ihres Jahresumsatzes in dieser Zeit. Für mich ist immer so ein bisschen Augenringe und Faltenbildung Programm, weil es ist wirklich eine stressige Zeit, es ist eine schöne Zeit. Man kommuniziert viel mit seinem Kunden und kann sehr kreativ sein und kann neue Ideen spinnen und neue Ideen ausleben und neue Techniken ausprobieren. Rednitz-Hembach bei Nürnberg. Es ist Mitte Oktober. Von Weihnachten keine Spur. Nur auf diesem Blumengroßmarkt ist das anders. Björn Kroner bei den letzten Vorbereitungen für eine Adventsshow. Eine Woche lang hat er sie zusammen mit Kollegen vorbereitet. Am Abend werden Floristen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum erwartet. Solche Shows macht Björn Kroner im Herbst Woche für Woche von den Niederlanden bis Polen. Man kann uns so ein bisschen Trendscouts nennen. Wir geben immer den Floristen an der Hand, was sie dann wirklich im Laden umsetzen können, zeigen denen die neuesten Trends, was gerade angesagt ist, gerade die Themenbereiche. Hinter mir sieht man so ein bisschen, wir sitzen hier in so ein bisschen Charlie Chic, das ist so das Hauptthema von 2012. Alles ein bisschen alpin, rustikal gehalten, aber dann doch schon ein bisschen ins Edle, ins Schicke. 18 Uhr, Einlass für die 700 Gäste. Die Karten sind seit Wochen vergriffen. Die Veranstaltung gehört zu einer der größten und wichtigsten der Branche. Jeder will sich hier letzte Impressionen für das Weihnachtsgeschäft holen. 90 Minuten lang werden die neuesten Weihnachtskreationen präsentiert. Was hier gezeigt wird, findet man in der Adventszeit bei Floristen in ganz Deutschland. Denn das Kopieren ist erlaubt. Weil dafür bin ich da, Ideen weiterzugeben. Und eine ganz gute Freundin, mit der ich viel zu verdanken habe, die mir das beigebracht hat, was ich kann, hat immer gesagt, Björn, immer weitergeben. Alles muss im Fluss bleiben, denn nur wenn du weitergibst, kannst du neue Dinge bekommen. Nach der Show. In drei Ausstellungsräumen können sich die Teilnehmer die aktuellen Weihnachtskreationen näher anschauen. Aus der Reihe fallen dabei vor allem die Arbeiten von Björn Kroner. Was hier wie Keramik aussieht, sind aufwendig handgemalte Schalen aus Styropor. Anders zu sein als die anderen, das ist Björn Kroners Markenzeichen. Ungewöhnlicher einfach. Kombiniert anders. Das ist extravagante. Das andere war die anderen nicht haben. Abgefahren zum Teil. Ende November in Köln. Es ist kühler geworden und Björn Kroner hat nach all den Adventshows der vergangenen Monate endlich Zeit, sich um die eigene Weihnachtsdekoration zu kümmern. Während andere Floristen nun seine Ideen umsetzen, stehen bei ihm Kunden und Freunde Schlange. Schnell ist sowas nicht gezaubert. Auch ein Adventkranz braucht seine Zeit, aber sofern ich das noch unterbringen kann, mache ich das gerne, weil ich genau weiß, ich schenke denen damit eine Freude und sie freuen sich dann auch die ganze Adventszeit darüber, eine Kerze anzumachen. Der nächste Tag. Ein TV-Studio in Düsseldorf. Seit 5 Uhr morgens ist Björn Kroner auf den Beinen. Er will den Zuschauern einer Fernsehshow Anregungen für einen innovativen Weihnachtskranz geben. Mehrere solcher Auftritte stehen für ihn bis Weihnachten auf dem Programm. Björn Kroner ist gefragt, weil er nicht nur Fachleuten, sondern auch Laien Handwerkskunst verständlich vermitteln kann. Ich kann jetzt hier nicht mit der Sense, mit der Machete durch den Wald gehen und sagen, nee, ich mache jetzt hier aber Floristik auf höchstem Niveau. Und das mögen die Zuschauer nicht, die möchten halt auch selber was machen. Das wäre ja so, als wenn ich die ganze Zeit sagen würde, ihr müsst jetzt nur noch die Plätzchen beim örtlichen Bäcker kaufen oder beim Konditor und ihr dürft zu Hause nicht mehr backen. Zum Selberbacken bleibt Björn Kroner keine Zeit. Der nächste Termin steht schon wieder an. Das Thema: die Weihnachtstrends für das Jahr 2013.